Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Hey, was willst du? Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Taurus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Alles klar. Taurus. Der Taurus? Taurus? Der Taurus? Ja, der Taurus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja, ja. Pass auf. Jeder kennt Taurus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Oh, schade. Hey, klappt das? Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Na gut, das scheint wohl nicht zu klappen, dass ich mich da reinschmuggle. Aber gut, ich wollte ja ohnehin mal schauen, was Franco denn so an Aufgaben für mich hat. Ich frage noch einfach mal, was ich für ihn tun kann, damit er mich reinschickt. Hey, du. Taurus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst deine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Es ist ein Stück weit im Sumpf. Wenn ich vorm Lagereingang stehe, wenn ich ins Lager reinschaue links oder wenn ich vom Lager wegschaue links? Da ich rein will, nehme ich mal an, wenn ich in diese Richtung schaue links und gehe mal da lang. Und da kann ich bei der Gelegenheit auch mal in diesen Hütten schauen, ob hier irgendwas... Ha, ein Bett. Ah, ein Bett. Da kann ich mich ausruhen. Und hier, ach ja, eine Beere. Ist okay. Und, das ist schon mehr wert. Das gefällt mir schon. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Nicht, dass ich davon gerade zu wenig hätte, aber... Hey, wer weiß. Blutfliegen. Ich hasse Blutfliegen. Na. Na. Habe ich schon erwähnt, dass ich Blutfliegen hasse? Ich mag die Viecher einfach nicht. Und ich brauche 35 Leben. 35 heißt... Machen wir zwei davon. Oh, und dann brauche ich einen Pilz. Da muss ich langsam aufpassen. Ich glaube, ich kann nur noch 10 oder so essen, bevor ich meinen Mana-Bonus kriege. Nicht, dass ich den hier mir zu früh schnappe. So, Logan, wo bist du denn? Zeig dich mal. Immerhin weiß ich ja mittlerweile, dass so ein Sumpfhai keine allzu große Bedrohung ist für mich. Zumindest ein Einzelner. Oder bin ich vielleicht auch in die falsche Richtung gelaufen? Ah ne, da ist Logan. Hey! Gut kombiniert, dass ich rein möchte und in diese Richtung links will. Die Höhle schaue ich mir nachher an. Jetzt erstmal so feier. Hey, schau an, ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Ja. Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpf halt.
Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Ui, eine Frau für, keine Ahnung, 2 Dutzend Männer. Da muss ich Lernpunkte ausgeben. Es ist mir nicht wert. Lass uns die Sumpffeuer angreifen. Was? Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf einen Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Ja. Da ist nichts zu nehmen. Das war ja jetzt irgendwie nicht so schwer. Und es hat ihn auch nicht verwirrt, dass ich hier mit Magie komme. Was ich persönlich schon mal ziemlich gut finde. Oh mein Gott, der haut ja voll rein. Ich wollte jetzt hier... Nur tote Sumpfeie sind gute Sumpfeie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Das war jetzt ja irgendwie langweilig. Der hat's ja voll drauf, da hätte er meine Hilfe gar nicht gebraucht. Aber... irgendwie... Ach, guck mal, was ist denn das da? Ist das vielleicht eins von den Herrenhäusern? Könnte das eventuell so sein? Ah, noch ein Sumpfhai. Den schnapp ich mir. Moment. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja zweimal zaubern sollte. Weil das erste irgendwie nicht so richtig viel abzieht. Da ist noch einer. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Ziemlich genau 2000. So ein Sumpfhai gibt 240, also runde 10%. Gute 10%, um genau zu sein. Ui, da sind noch mehr davon. Es hat ein bisschen was vom... vom Sumpf im ersten Teil, ne? Da habe ich ja auch eine ganze Weile mal Sumpfeier gejagt, die ja das Sumpflager terrorisiert hatten. So, erstmal du. Und ich kann mir sogar erlauben, jetzt in der Zeit nochmal das Mana zu trinken. Oh mein Gott, wie ist denn so lahm? Sind so langsam. Finde ich gut. Ich meine... Oh, oh. Ah, zweimal getroffen, gut. Dafür kommt aber noch ein zweiter mit. Dann muss ich hier mal den Notfallplan auspacken. Das heißt, ich werde versuchen... Na! Das da werde ich versuchen, genau. Den ersten zu töten und damit mit Flächenschaden schon mal den zweiten Schaden zuzufügen. Hat leider nur mit einem das Treffer geklappt, weil der erste einfach nicht getroffen hat. Aber egal. So. Und jetzt brauche ich noch ziemlich genau 1000 Erfahrungspunkte. Ich möchte mal sagen, das hat sich gelohnt. Das hat sich aber sowas von gelohnt. Das war blöd. Komm. Ich mache mal hier das ganze Kleinzeug weg. Wobei, streng genommen, müsste ich ja auch langsam mal diese ganzen Weidenbeeren futtern. Allerdings... dauert mir das dann doch zu lange, mich damit jetzt hochzuheilen. Wie viel fehlt mir noch? 13. Okay, eine Beere. Eine Beere. Vitamine sind gesund. Sumpfkraut. Hey, das nehme ich doch gerne mit. So, ich speichere mal eine Runde. Fällt mir gerade auf. Ich habe schon wieder viel zu lange nicht gespeichert. Ich sollte so... Ja, jetzt ist eine halbe Folge oben und nach einer halben Folge, finde ich, kann man ruhig speichern. Was? Ach, eine Sumpfratte. Hey, Waffe ziehen. Die Sumpfratte klang gerade so ein bisschen wie so ein Sumpfhai, ne? So ein bisschen. Zack. Eine Drohne weniger. Die haben leider nichts dabei, was ich mir schnappen könnte. Aber hier wächst noch Sumpfkraut. Ich meine, ich habe jetzt zwar eigentlich schon meine Aufgabe erledigt, hier im Sumpf mit den Sumpfhaien. Aber... hey, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Tolles. Nicht zuletzt ist ja hier hinten... keine Ahnung... eine Felswand mit vielleicht irgendeiner Höhle.
Sieht aber leider nicht so aus. Wo bin ich denn hier eigentlich gerade? Ach, da oben. Das ist wohl kein Herrenhaus, sondern der Weg, der rüberführt zum Canyon. Da war ich ja von der anderen Seite her schon mal ein bisschen drin. Oh, das ist ja eine großartige Treppe. Da kann man voll gut hochlaufen. Ach je. Schau ich mir mal die Sachen hier. Wird schon irgendwie was Nützliches bei sein. Oh Mann, so viele Pfeile. Die Pfeile sollten so in so Köchern rumliegen, meiner Meinung nach. Das wäre viel einfacher, die da aufzusammeln. Wenn man nur einmal klicken muss. Naja, was soll's. Ich beschwere mich hier über Details. Ich sollte froh sein, dass ich überhaupt was hier gefunden habe. Oh, hey, guck mal. Fast übersehen. Moment, da oben lebt doch was, oder? Ja, eine Fangheuschrecke. Habe ich doch richtig gesehen. So, dann gib mir mal... Was habe ich denn da? Nee. Ich glaube, wenn ich schon das ganze Trankbrauenzeug gelernt habe und die Laborwasserflaschen mir angeeignet habe, dann sollte ich zumindest ein paar Tränke brauen mit dem Zeug, was ich da habe. Ach, da oben ist ein, da ist ein Kreuz, ein Schatz, guck mal. Ich werde jetzt einfach... Genau, also für euch mache ich jetzt Folgendes. Ich brauche ja den Durchgang nicht zum Canyon, beziehungsweise... Ich werde mal einen Blick reinwerfen, was es da drinnen so gibt. Aber ich will ja jetzt eigentlich zu den Banditen ins Lager. Das heißt, ich werde jetzt hier mal erforschen, bis zum Höhleneingang, vielleicht auch ein bisschen reingehen. Und dann mal schauen, rechts, links, links, rechts. Okay, gut geraten. Ist jetzt nicht wirklich viel. Genau, also ich werde jetzt erforschen hier bis in die Höhle rein, dann weiß ich zumindest, abgesehen von in der Höhle, gibt es hier draußen nichts mehr. Und dann habe ich zumindest mal... Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Diese Ecke, Drachenblut. Okay, dann habe ich zumindest mal diese Ecke hier erforscht von der Welt. Und weiß nachher... Ist das die Höhle zum Canyon oder ist das eine andere? Nee, das ist eine andere. Guck mal. Und ein Feuerteufel. Was ist das denn? Ich schnapp mir mal die Sachen hier draußen, bevor der mich jagt. Was ist das? Dunkelpilze. Nom nom, lecker. Feines Nom nom. Ganz feines Nom nom. Wacht er auf? Ja, der wacht auf. Verfolgt er mich? Ja, gut. Gar nicht gut. Oh, 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 gar nicht gut. Oh mein Gott, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Schattenläufer. Nur halt mit Feuer außenrum. Gefällt mir persönlich jetzt mal so überhaupt nicht. Aber zum Glück hat er abgelassen und haut wieder ab. Huiuiui. So. Ich brauche 100. Das sind 70. Und 30. Und dann... Genau, passt es genau. Ich glaube, irgendwie habe ich 98 gebraucht oder so. Denke mal ganz stark, dass dieser Feuerteufel auch immun sein wird gegen Feuermagie. Fände ich zumindest naheliegend. Deswegen habe ich das gerade nicht ausprobiert. Aber gut. Ist ja egal. Ich gehe da einfach mal hin, wenn ich mich stärker fühle. Ah, ach Gott, stimmt, ja, das habe ich ja ganz vergessen bei der da unten, dass die so einen Kopf hat, den ich mitnehmen kann. Naja, schauen wir mal, ob sie noch da liegt, wenn ich zurückkomme. Ich werde jetzt hier nicht finden und zurückgehen und nochmal hin. So, was haben wir hier? Leckere Pilze. Und einen Minecrawler, oder? Ja, hab ich doch richtig gehört. Oh je, gleich zwei davon. Auch das hier, muss ich sagen, erinnert mich an den ersten Teil der Gothic-Reihe. Da ist nichts zu. Also an das Vorgängerspiel. Ich frage mich, ob die den Sumpf hier wohl absichtlich so ein bisschen im Stile von Gothic 1 angelegt haben. Könnte ja sein. Als Hommage an die alten Zeiten. So, wer liegt hier denn begraben? Das möchte ich doch mal wissen. Wer liegt hier begraben? Hey, ich kann es nicht ansprechen. Nicht auswählen.
Warum hat er keinen Namen, der Grabstein? Ein Grabstein ohne Namen. Das ist ja fies. So, links, rechts, rechts, links, rechts. Oh, wow, ich bin so gut. Runenmacht. Zweihandwaffe 115 Schaden, braucht aber leider auch 115 Stärke, die ich nicht habe. Egal, ich nehme sie mal mit. Vielleicht kann ich sie auch gewinnbringend verkaufen. So, und jetzt brauche ich mal wieder 105, 102. Machen wir das mal so. Und dann fehlen mir noch 63. Siehst du? Ups, das ist ein 100er. Verdammt, ich wollte 70er. Das hat sich ein bisschen verschoben wohl durch die neue Waffe. Egal. Egal. Halb so wild. Nicht da zu ist plündern. So, die Minecrawler. Nicht zu plündern. Den konnte ich früher mal im ersten Teil noch die Panzerplatten abnehmen, ne? Und die. Und die Krallen wegen dem Sekret. Für Korkalom war das. Habe ich aber leider nicht mehr drauf, wie das geht. Naja, gut, ich schätze mal hier. Ja, da hinten ist noch ein weiterer Minecrawler. Ist egal, die Höhle gucke ich mir mal anders an. Ich will ja jetzt nicht hier in die Höhle rein oder zum Canyon rüber. Ich will ja jetzt hier zu den Banditen. Immerhin weiß ich jetzt, in diese Richtung gibt es nichts mehr. Außer diese Höhle. Also wird mir zumindest keiner von hier aus in den Rücken fallen. Und leider ist die Fangheuschrecke hier weg. Schade. Ein Kopf weniger. Naja, egal. Was soll's. So, mein Auftrag war ja hier die Sumpfhaie zu jagen. Und ich würde mal behaupten, das habe ich mit Bravour geschafft. Das heißt, ich schaue mich jetzt hier auf der Seite noch ein bisschen um. Ob da irgendwas wächst. Ist das ein Sumpfhai? Oder ist der tot? Hä? Lou's Schlüssel passt zur Kneipe im Banditenlager. Was? Okay. Was zum Henker? Das verstehe ich nicht. Okay, also es gibt wohl einen Lou im Banditenlager, der von einem Sumpfhai gefressen wurde. Okay. Interessant. Werde ich mir merken. Wird vielleicht noch relevant. Ich komme später wieder. So, und dann würde ich jetzt hier als allerletztes in dieser Folge nochmal einen Blick in diese Höhle werfen. Wer ist das denn? Tom! Was machst du denn hier? Das war zu weit. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Moment, wem hat er Bescheid gesagt? Fisk, Huno? Wenn die dann eine Goldmine? Ja. Fisk, Huno und irgendwer. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Ja, dann zähl mal schön. Wie weit bist du denn schon? Bei 1000? Keine Ahnung. Ach, die ist offen. Wie nett. Verfeile ein bisschen Gold. Ja, das nehme ich. Fisk, Huno und was war's? Ach, keine Ahnung. Ich guck's mal in der Aufnahme nochmal an. Ich muss ja eh schneiden, die Folge. Memo an mich. Nochmal genau anhören, was der gesagt hat. Kurz vor Ende der Folge. Ja, kurz vor Ende der Folge. Habt ihr richtig gehört? Denn, ich glaube hier hinten. Ich werfe einen Blick auf die Karte, damit ich ungefähr einschätzen kann, wo das ist. Das ist also hier oben links. Genau. Das ist Unkraut, kein Sumpfkraut. Na egal, ich nehm's mal mit. Also Memo an mich. Hier hinten habe ich alles erforscht. Und das bedeutet nichts Geringeres, als dass ich
die Aufgabe, die mir Franco gestellt hat, erledigt habe. Und beim nächsten Mal werde ich, genau, hier, Franco ansprechen, was er davon hält und ihn fragen, ob ich jetzt endlich rein darf. Genau. Und ob ich dann rein darf, das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Hoffe ich jedenfalls. Bis dahin, auf Wiedersehen.